Bande schlingen die innere Kraft. Bande schlingen in das Gegenrufensräume. Mit ihr zu Die Zeit, sie zieht sich,
Sie breitet sich immer weiter aus, bis in die letzten Ecken des Zimmers. Eingefroren bin ich und gefangen in dieser Schleife. Geschlafen, aufgewacht, geschlafen, aufgewacht. Auf den Ohren ein Gefühl von Druck. Im Traum habe ich in Augen gesehen, die nicht meine waren. Ich hörte Stimmen wirr durcheinander reden, ich hörte sie singen. Sie kamen aus vielen kleinen Kacheln, die mir den Weg versperrten. Kleine, schrille, farblose Flächen. Sie türmten sich über mich und drohten auf mich einzubrechen. Eine Welle Stimmengewirr, die einen überrollt wie eine Flut, die in den Orkus zieht. Sie flüsterten mir Dinge, die ich nicht verstand. Angst. Warum, verstand ich selber nicht, doch meine Zähne klapperten. Furcht vor jemandem, den ich nicht zu erkennen vermochte. Ich und ich allein, hier in diesem Zimmer, an diesem Tisch. Wenn ich mich jetzt selbst betrachte, dann sehe ich nichts. Wenn ich mich umschaue, ist alles dunkel. Mein Blick fällt in Leerstellen, in kleine, schwarze Löcher. Und immer verlässt mich dieses Gefühl nicht, etwas erwarten zu müssen, etwas vergessen zu haben, etwas verloren zu sein. Elendes Leben, bestehst du doch immer nur aus Schleifen und leeren Räumen. Geschlafen, aufgewacht, geschlafen. Thank you.
Nie. Bu. Chat. Votre. Grand. Don. Joue. Xco. Me. Pe. Zé. Fait. L'un. Sagredo. Il n'y aurait donc aucune différence entre la Lune et la Terre? Galilée. Il semble que non. Sagredo. Il n'y a pas 10 ans qu'un homme nommé Giordano Bruno a été brûlé à Rome pour avoir soutenu la même idée. Galilée. Il n'y a pas de doute. Mais tes yeux tube. Ce que tu vois prouve qu'il n'y a pas de différence entre le ciel et la terre. Aujourd'hui, nous sommes le 10 janvier 1610. L'humanité inscrit dans son journal « Ciel supprimé ». Sagredo. Mais c'est affreux. Galilée. J'ai aussi découvert quelques articles ein. Le curateur. Galilée. Je voulais transmettre mes réflexions sur les deux grands systèmes de Sonic à votre. Cosmo. Convention. Galilée. Pas très bien, votre excellence. Si vous permettez, lisez le livre. Traitons Cosmo. Geht, ohne das Buch zu nehmen. Galilei. Galilée. Andrea. Galilée. Andrea. Galilée. Andrea. Galilei.
Sagredo. Ce ne sont donc que des constellations. Et où est Dieu alors? Galilée, que veux-tu dire par là? Sagredo. Dieu! Où est Dieu? Galilée, sehr genervt. Là-haut, sur mon pas. De même, si là-haut, il y avait des êtres vivants, ils ne trouveraient pas Dieu sur notre terre. Sagredo. Et où est Dieu, alors? Galilée. Suis-je théologue? Je suis mathématicien. Sagredo. Avant tout, tu es un homme. Et je te demande, où est Dieu dans ton système cosmique? Galilée. En nous ou nulle part? Sagredo. C'est pourquoi on l'a brûlé sur le bûcher. Il n'y a pas 10 ans de cela.
Düstere Wolken zogen daher und warfen breite Schatten über das Gebirge, über den Wald wie schwarze Schleier. Ein dumpfer Donner dröhnte im Morgen, stärker sauste der Nachtwind, rauschten die Bäche und dazwischen schlugen einzelne Töne der Wetterharfe an, wie ferne Orgelklänge. Kreisler erwachte aus seinem Traume und erblickte seine dunkle Gestalt im Wasser. »Hoho«, rief er herunter, »da bist du ja wieder, geliebter Doppelgänger, wackerer Kumpan. Fürchtete ich mich nicht vor dem Schnupfen? Ich sprenge zu dir herab und prügelte dich erklecklich. Scher dich zum Teufel, du halunkischer Mimiker!« Kreisler sprang schnell fort. Aus dem Fischerhäuschen strahlte ein helles, blendendes Licht. Dem eilte er schnell entgegen. Unfern der Türe, im vollen Schimmer des Lichts, erblickte Kreisler sein Ebenbild, sein eigenes Ich, das neben ihm daherschritt. Vom tiefsten Entsetzen erfasst, stürzte Kreisler hinein und sank atemlos und zum Tode erbleicht in den Sessel.
Doch sie wussten nicht, wie es geschah. Sie wussten nicht, wie es geschah. Nicht geschah. Kreis. Thank you.
Meister Abraham saß vor einem kleinen Tische, auf dem eine Astrallampe ihre blendenden Strahlen umherwarf. Mit Mühe ermannte sich Kreisler und sprach dann mit dumpfer Stimme: Es ist nun nicht anders. Wir sind unser Zwei, ich meine ich und mein Doppeltgänger, der aus dem See gesprungen ist und mich verfolgt hat hierher. Seid barmherzig, Meister. Nehmt euren Dolchstock, stoßt den Halunken nieder. Er ist rasend, glaubt mir das, und kann uns beide verderben. Er hat draußen das Wetter heraufbeschworen. Meister Abraham, laut lachend, rief: Da sieht man den eingefleischten Phantasten, den vollendeten Geisterseher. Was den Organisten betrifft, der euch draußen im Park schauerliche Chorale vorgespielt hat, so ist das niemand anders gewesen als der Nachtwind, der durch die Lüfte brausend daherfuhr und von dem die Saiten der Wetterharfe erklangen. Und was euren Doppeltgänger betrifft, der im Schimmer meiner Astrallampe neben euch herlief, so will ich euch sogleich beweisen, dass, sobald ich nur vor die Türe trete, auch mein Doppeltgänger bei der Hand ist. Meister Abraham trat vor die Türe und sogleich stand in dem Schimmer ein zweiter Meister Abraham ihm zur Seite. Kreisler merkte die Wirkung eines verborgenen Hohlspiegels und ärgerte sich wie jeder, dem das Wunderbare, woran er geglaubt, zu Wasser gemacht wird. Ihr präpariert das Wunderbare wie ein geschickter Mundkoch. Nichts ist abgeschmackter, als wenn man bei solchen vermaledeiten Kunststücken dahinter kommt, dass alles natürlich zugegangen ist. Dem Menschen behagt das tiefste Entsetzen mehr als die natürliche Aufklärung dessen, was ihm gespenstisch erschien. Er will sich durchaus nicht mit dieser Welt abfinden lassen. Er verlangt etwas zu sehen aus einer anderen, die des Körpers nicht bedarf, um sich ihm zu offenbaren.